Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So, wir tun heute wieder brav Wachen ausschalten, weil wir das so gut können. Ja, man möge es nicht glauben, wir können das. So, dazu, so. Und da haben wir schon wieder. Tada! So. Und der nächste. Wo ist der nächste? Beziehungsweise. Die Kombination zu Stiltons Arbeitszimmer. Ja, aber irgendwie soll es auch ohne Kombination gehen tun. Ist wahrscheinlich ein bisschen ablesen. Ich probier's einfach mal. Da drüben auf der Treppe. Du bist so tot. Yay, 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 yay. Passt. Haben wir gemeistert. Sehr gut. Ja, was denn? Einer ist wenigstens schon mal und so, ne? So, jetzt haben wir die Leute hier. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt können wir die nacheinander erwürgen. Ja, die teilen sich gerade auf. Das ist sehr gut. Ja, ja, geh nach rein da. Das passt mir gerade hervorragend. Wow. Wow, 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 wow. Wie geht denn das jetzt? So eine Frechheit. So, dann haben wir stibitzt. Hey, wer ist? Mach weg! Zeit! Alter, die scheiß Zeit, ne? Also manchmal glaube ich echt, die will nicht recht. Jetzt klappt's wieder nicht. War ich hier irgendwo hängen, Tü? So, weg mit dir. Wieder wechseln. Und den letzten, den dritten Hampelmann. Wo ist er denn, der Hampelmann? Da ist er nicht. Interessant. Da ist er. Jetzt geht's wieder nicht. Oh je. Ja, die Wolfwurst. Eigentlich schon, aber wenn du dich immer so gemein drehst, machst du es mir echt nicht leicht, Freund. Und haben wir dich schon. Passt, jetzt haben wir normalerweise ein bisschen Ruhe. Geht ja. So. Jo, so muss das ausschauen. Vorhin ist gleich was zu essen, ne? Eine Rune ist da. Achso, eine Rune. Eine Rune, Rune. Die da. Da, da. Ein schwarzes Knochenfragment. Etwa wieder mit dem Lift oder was? Schaut aus, ne? Ich will aber vorher noch schnell den Apfel essen. Und das hier, weil ich bin etwas leicht angeschlagen. Irgendwie sollte man auch in diesen Raum da rein dürfen. Aha, da hinten. Aha, na logisch, bei der Tür, ne? Ist blockiert. Da waren wir auch schon, ne? Das war nur das Badezimmer.
So. Falsch. Hier. Wie schauen wir mit der Fähigkeit aus? Hier. Und so. Vielleicht kann uns hier die Fähigkeit helfen tun. Wahrscheinlich nicht, aber jo, schön wär's. Wie kann man das? Kann man die zerstören? Nicht wirklich, ne? Hey, hey. Naja, so geht's auch, ne? Hä? Hier bist durch, du. Durch, durch! Passt. Mehr wollte ich gar nicht. Ist ein bisschen riskant, was ich da glaube ich mache, aber es funktioniert. Irgendwie. Aber drei Leute sind hier. Gut, da wäre der Erste. Hey, Feigling! Du komm wieder! Komm raus und stell dich! Du gehst nirgendwo hin! Du gehst nirgendwo hin! Du nicht, du Dreckswurm, du! So, jetzt haben wir hier noch einen. Zwei haben wir da, okay. Wir warten, bis einer mal weg ist. Du vielleicht? Ja, lustig irgendwie, ne? So, sind jetzt beide weg. Da drüben geht einer. Und weg mit dir. Sehr, sehr gut. Kurz mal warten. Ich glaube, der wird gleich kommen. Ah, Riegel öffnen. Perfekt. Schläft hier? Ah, schaut so lustig aus. So, wo ist es der eine? Ist der jetzt ganz raus? Schaut aus, ne? Hallo? Da ist er. Komm, geh noch einen Schritt. Oder so. Müsste normal auch gehen. Jawohl! Dann haben wir auch schon Ruhe. Super! Läuft! Und die Rune. Sehr fein. Und ein Brief. Tagebuch der Silbergraphie-Künstlerin. Achter der Netze. Aramis konnte sehen, dass ich geweint hatte. Es ist schön, dass es ihm auffiel, aber ich war zu verzweifelt, um über meine Probleme zu sprechen und zog mich in das kleine Studio zurück, das er mir großzügigerweise zur Verfügung gestellt hatte. Eine weitere Galerie hat meine Silbergraphiebilder abgelehnt. Selbst nachdem ich das für die Platzierung der Puppen notwendige Können und die Schwierigkeiten mit dem Silbergraphieapparat selbst erläutert hatte. Sie fanden sie langweilig, langweilig. Eine Spitze aufgrund meiner bescheidenen Herkunft, zweifelsohne. Hochnäsigkeit treibt ihr Unwesen in der Welt der Kunst. Ein Porträt von Marquis X oder Graf Y würde sie kaufen. Aber über ein Stillleben aus gewöhnlichen Objekten, die von einem mechanischen Wundergerät viel aufrichtiger eingefangen werden, rümpfen sie natürlich die Nase. Wenn ich wieder in besserer Stimmung bin, werde ich mit Aramis reden. Wenigstens bemüht er sich, meine Kunst zu schätzen. Das ist ein sehr netter Typ, der Aramis, ne? Ich hoffe, ich schaffe es wirklich, dass wir ihm... Ja, dass er nicht wahnsinnig wird, ne? Jetzt muss ich gerade schauen, was es hier in der Zeit geben würde. Was haben wir da drin? Ein Kabelwerkzeug, was man nicht brauchen tut. Was haben wir da? Ein Beutelchen. Ich könnte eigentlich stehen. Okay. Ja, ja, ja.
Waschbecken, Hahn, Wasserhahn. Was haben wir da? Bist du... Achso, bist du eine Skulptur? Eine Skulptur. Na gut. Dann haben wir das ja eigentlich auch, ne? Fertig. Schaut danach aus, ne? Jo. Dann machen wir da mal kurz zu. So. Alter Schwede. Ich brauche die Kombination. Ich brauche die Kombination. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, aber ich brauche die Kombination. Lass mich raten. Die schon wieder. So, warten. Jetzt kommt die mal hoch, jawohl. Na, schau dich nun. Trau dich. Jo. Komm, noch ein Stück. Das magst du fein, magst du das. Und würgen. Tada! Sehr gut. So. Warte. So wollte ich... Achso, geht ja nicht. Da ist alles voll Sand, ne? Da unten ist ein Hundilein. Das ist auch nicht gerade fein. So. Ist hier was für Generalschlüssel und so? Na, das ist einfach nur... Oh. Also mal sehen. Was war's? Was? Glaubst du, ich habe Angst? Kurze Dicken. Hat nicht hingehaut. Jetzt aber, komm. Jawohl. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, was ich da mache. Wahrscheinlich eher nicht. Da hinten ist noch so eine Gratlerin, ne? Da ist ja noch eine von dem Verein. Wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er, aber diesmal meine ich's ernst. Ah. Aha. Die steht da, jetzt kommt sie wieder, ne? Vielleicht passt's und wir können die dann auch noch wegwürgen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, das ist kein Mädel. Das ist ein Herr. So, und weg mit dir. Tada! Haben wir da was drinnen? Ja, was zum Essen. Da ist nichts. Dunkles Brot. Im Schrank. Ja, wieso nicht? So. Mal alles wunderschön vernagelt. Aha, da haben wir wieder Blut fliegen. Ich dachte, da wäre was. Das war aber nicht richtig. Viele Blutfliegen haben wir da. Vielleicht auch wieder einen Wächter. Boah, da ist es schön. Schau mal. Und in der Gegenwart ist alles kaputt, alles voll Sand. Wie schauen wir eigentlich da vorne aus? Kann ich hier durch? Nein, hier ist alles verwachsen. Zum Hinterhof gehen. Ja, bitte. Darauf warte ich ja schon so lange. Ja, bitte doch. Wir bitten sehr darum.
Blutfliegennester, 1 von 26. Okay. Wir müssen dann eh wieder ins Haus rein, aber zuerst mal raus hier. Das gehört ja alles noch zu Kapitel 7 dazu. Oh oh. Ich wechsle mal ganz kurz. Die Hunde muss ich umbringen. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich hoffe echt, ich bin da richtig. Oh. Zu dieser Zeit hat die Garde Stilton beschützt. Ah, mal schauen, ob er herkommt. Na, wo ist er? Ah, da kommt er schon. Was? Umdrehen? Oder ist es eigentlich eh wurscht? Und würgen. So. Sehr gut. Den sind wir jetzt auch los. Ah, ist das da drüben der Herr Stilton? Den müssen wir nämlich auch bewusstlos machen, weil dann passiert ihm, glaube ich, angeblich nichts. Hier ist ein Köter, ne? Wir können den Abschlachten probieren. Hat hingehaut. Irgendwie hat's hingehauen. So, bist du Aramis Stilton? Es sieht ganz danach aus, zumindest fast. Lässt sie ohne mich laufen. Über Lakaien und Bürokraten. Alles, was ich aufgebaut habe, wird wie ein Schlachthaus geführt. Okay. Tut mir irgendwie leid. Aber wir müssen ihn irgendwie betäuben. Betäuben oder ich denke, bewusstlos machen wird reichen. Ich speichere das jetzt mal. Dem Typen will ich echt nichts Böses. Wirklich nicht. Kommt nicht oft vor, dass ich jemanden in einem Spiel, also hier halt, ne, also die Bösewichte und so, die will ich schon was Böses, aber diesen Aramis Stilton definitiv nicht. Das ist echt ein sehr bemühter und netter Mann, finde ich halt. Ich meine, für damalige Verhältnisse auch, ne? Dass es da so viele Arschlöcher gab, kann man ja gar nicht in Worte fassen. Bin ich endlich beruhigt. Nach heute Abend wird alles gut. Okay, moi. Hm, das klappt gar nicht. Sie haben mich... Das Notizbuch enthält Stiltons Kombination. Okay, Arbeitszimmer-Tür-Kombination. Heute Nacht kommt Herzog Luca vorbei und es werden so viele Fremde in meinem Haus sein. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, diese verdammte Seance auszurichten. Irgendwas wird geschehen, das spüre ich. Vielleicht nehme ich gar nicht teil, gebe vor, krank zu sein oder sperre mich im Badezimmer ein. Auf jeden Fall muss ich die Kombination für die Tür zum Arbeitszimmer ändern, wie man mich darum gebeten hat. Konzentrieren wir uns auf etwas anderes. Alte Erinnerungen. 3. Die Münze in meiner Tasche, als ich Morley den Rücken kehrte und nach Kanaka kam. Eine Münze jede Woche, bis ich auch ein Boot nehmen kann, um zu dir zu fahren. Das waren die Worte meiner Mutter, doch sie ist nie gekommen. 7. Der Monat, in dem ich geboren bin, nach Theotanis Tod, bin ich vermutlich der Einzige, der das Datum kennt. 9. Die Zahl auf meinem
Henkelmann, den ich immer in der Mine dabei hatte. Ich war damals noch ein Kind, aber es fühlt sich an wie gestern. Also 379 ist die Kombination. 379 und jetzt müssen wir den irgendwie... Wie soll ich denn das hinkriegen? Nix. Bin schon fort. Jetzt müssen wir da irgendwas finden, wie man ihn... Ich darf ihn nicht würgen. Das ist richtig fies. Ich darf ihn nicht würgen. Jetzt brauche ich irgendeine Flasche, die ihn zum Einschlafen bringt. Aber wie stelle ich das an? Das ist echt kacke. Wo kriege ich was zum Betäuben her? Manchmal wäre ich lieber dort unten und bearbeitete den Stein. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo kriege ich da was, so ein Fläschchen her? Mit dem man jemanden betäuben kann. Bist du so eine Flasche? Nein, du bist nur eine normale Flasche. Wie betäube ich ihn? Wo kriege ich das her? Das wäre jetzt halt echt super gewesen. Vielleicht ja in seinem Arbeitszimmer. Aber ich fürchte halt, dass es dann weitergeht, ne? Da sind noch ein paar Flaschen. Bist du was Betäubendes? Mann, ich habe auch kein Glück, ne? Leere Flasche, leere Flasche, leer, leer, leer. Es gibt halt nur gewisse Dinge, gewisse Getränke, wie auch immer, Flaschen, die den Effekt haben, dass man dann betäubt ist. Da hat er gezeichnet, also gemalt. Ach, ist das ein Käse. Okay. Du könntest mir was sagen, Mamilein, ne? Wo wir da sowas herkriegen zum Betäuben. Das wäre mir sehr geholfen. Wirklich. Sehr. Wirklich. 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 Na. Hilft wohl nichts. Na, es muss hier bleiben, oder? Es muss hier bleiben, genau. Es muss hier was geben dafür. Ich kann ja nicht was vom anderen Raum... Ha? Ist da jetzt echt nur einer? Oder ist der jetzt wieder aufgestanden? Aufgewacht? Hä? Ich sehe da keine Wache. War das jetzt wieder Buggy? Schaut so aus. Ja, wo ist Sackelzement? Wo kriegt man sowas her? Ah, jetzt bin ich wieder verdrückt. Aber vielleicht kriege ich es aus dieser Zeit. Das wäre noch eine Idee. Komm her! Au! Du Dreckshöhle, du Elendige. Hallo, gibt es hier irgendwas, was betäuben kann? Hm.
Es ist wieder richtig fies. Irgendwas, was betäuben kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist echt gemein. Vielleicht bin ich wieder mal dran vorbeigelaufen. Mich würde es ja gar nicht wundern. Sie ist auch nur leer. Hm. Ha! Wie schön. Ha! 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 Wie willst du denn betäuben? Das soll nämlich, da kann man nämlich Geschichte und so, ne? Machen tun. Verändern tun. Verbessern tun. Wir würden damit erreichen, wenn wir ihn betäuben. Würden wir das erreichen, dass er. Was wollte ich sagen? Dass er nicht wahnsinnig wird. Ne? Das hätte ich schon wahnsinnig gern, richtig gern erreicht, aber pff, ich bin gerade richtig überfragt. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich das anstellen soll. Weiß ich gerade echt nicht. Das ist kacke. Vor allem, weil ich dem Kerl ja eigentlich nichts Böses wollte. Verstehst? Eigentlich halt, ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Auf jeden Fall voll fies. Na, hier kann ich, hier suche ich mich, glaube ich, zum Deppen. Das kann ich mir aus den Haaren schmieren, glaube ich. In die Haare schmieren, so. Das ist echt fies. Jetzt verbringe ich den ganzen Bart damit, so eine depperte Flasche zu finden. Weil würgen kannst du nicht, das geht nicht, das klappt irgendwie nicht. Schade. Das ist gerade echt schade. Hm. Dass auch hier nichts ist, ne? So viele Sachen. Und dann ist nicht das dabei, was man eigentlich brauchen würde. Dem Guide, den ich halt geschaut habe, ne? Ich sehe mich mal um. Hä? Das ist ja auch ein Bug, oder? Wieso geht mich hier eine Wache an? Wenn eigentlich niemand da ist. Nein, was machst du da? Jetzt kommt natürlich wieder so ein deppertes Update, ne? Ah. Na super. Naja, ich gehe wieder rein, glaube ich. Ist besser. Ist, glaube ich, besser. Gehen wir wieder rein. Oder? Also Zeitwechsel wäre schlecht. So. Hilft ja eh nichts. Finde ich gerade echt doof, ein bisschen, muss ich sagen.
keine Ahnung, wie man ihn betäuben kann. Ich hätte probieren können, ihn so mit einer Flasche anzuschmeißen, ne? Vielleicht hätte das gereicht. Ob das geht? Das könnte ich noch probieren. Dann speichere ich mal hier. Warte ganz kurz. Der Part ist eh schon zu Ende. Ich speichere mal kurz hier. Warte. Ja. Und gehe nochmal ganz schnell zurück und schaue, ob ich ihn mit einer Flasche, mit einer ganz normalen Flasche betäuben kann. So. Vielleicht klappt das ja. Ich wüsste nicht, wie. Wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Haus? Das hat super hingehauen. Fast. Emily, wo du hinschießt, ne? Hilfe! Lassen Sie mich! War das jetzt gut? Habe keine Ahnung, ob das gut war. Auf jeden Fall ist er weg. Futsch. Wo ist denn jetzt hingelaufen? Hä? Wo ist denn jetzt hin? Verschwunden, einfach so. Naja. Was soll's. Jetzt einen Bug ausgelöst habe. Wo hatten sich die jetzt versteckt? Bei nichts. Hilfe! Halt! Ich brauche Hilfe! Was ist hier los? Das in meinem eigenen Haus. Ganz ruhig. Ich wirklich nur. Das müsste reichen. So sehen Sie nicht, was Ihnen heute Abend einen Albtraum beschert hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah, ich bin froh. Schnell speichern. Okay, das hat hingehauen. Also einfach stehen bleiben, ihn erschrecken und dann haut er schon hin. Okay, ja, das muss man auch wissen. Alles gut. Alles gut. Sehr, sehr gut. Passt sehr gut. Stilton ist bewusstlos. Ich habe die Vergangenheit geändert. Aber wie? Ja. Ja. Das werden wir so jetzt nicht erfahren, aber er hat definitiv an diesem Treffen nicht teilnehmen können, dadurch, dass er hier liegt, noch dazu schön versteckt. Vielleicht finden sie ihn nicht. Und ja, das ist echt schön. Das ist gerade toll. Ach, er wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig. Ach, wie toll, wie toll, wie toll. Und somit kann ich jetzt ruhigen Gewissens den Part beenden. Basta lädt eh, das ist eh okay. Fein, meine Lieben. Schön. Freut mich gerade wirklich sehr. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!